Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ihr seht es schon an der Tüte, es ist mal wieder Zeit für einen Mock. Und zwar verbirgt sich hinter diesen Teilen ein Mock, das einen Weihnachtsbaum-Truck darstellen soll. Ihr habt natürlich recht, bis zum nächsten Weihnachtsfest ist es noch ein wenig hin und der eine oder andere kann sich vielleicht gar nicht so viel unter einem Weihnachtsbaum-Truck vorstellen. Das schauen wir uns aber natürlich jetzt gleich nochmal im PC an und ich denke, dann kann ich noch ein paar von euren Fragen beantworten. Dementsprechend sehen wir uns jetzt in meinem PC wieder. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen in meinem PC. Wir sind wieder mal auf Rebrickable, haben die Mock Nummer 126375 und damit den Winter Village Xmas Tree Truck von Miro bzw. von humblebricks.com. Winter Village ist so eine Themenreihe von humblebricks.com, bei denen es wirklich viele Mocks gibt, die eben ein Winterdorf abbilden. Und dieser Weihnachtsbaum-Truck gehört dazu. Die Anleitung kostet 3 Euro, wenn wir sie hier bei Miro über Rebrickable kaufen. 254 Teile sind drin und es soll einen 1930er Truck darstellen, der eben gut in dieses Winter Village passt. Es ist im Minifigurenmaßstab, man kann beide Türen öffnen und auch hinten die Ladeklappe öffnen. Er beschreibt auch, dass er sich hier versucht hat, an dieses Farbschema zu halten. Ich finde, das hat er auch wirklich sehr gut hinbekommen. Und insgesamt würden die Teile laut Rebrickable von Original Lego 23,87 € kosten. Ich habe sie mal wieder von Webrick bestellt, was eben nicht Originalteile sind, sondern von alternativen Herstellern. Dort kosten die Teile um die 12 Euro. Die Anleitung kostet wie gesagt 3 Euro und damit ist man bei knapp 15 Euro gelandet. In den Kommentaren hat der liebe Miro auch nochmal geschrieben, dass man diese Seitenpaneele, die eben diesen Baum darstellen, auch nochmal leicht modifizieren kann und damit auch andere Sachen darstellen kann. Deshalb ist es jetzt auch nicht unbedingt auf die Weihnachtszeit gebunden. Dann schauen wir uns doch noch die Anleitung an. Die ist wirklich schön gestaltet meiner Meinung nach. Ich habe hier nochmal die Teilliste für euch, die könnt ihr euch wie immer gerne mal anschauen, die ist ja auch so frei einsehbar. Die genaue Anleitung zeige ich in diesem Fall nicht, sondern nur einzelne Punkte. Ich möchte ja dem Mock-Designer auch nicht in den Rücken fallen. Auf jeden Fall werden hier die Steine mit solchen lilanen Umrandungen gezeigt, welche neu gebaut wurden und es wird nichts aufgegraut. Das Ganze ist auf einem komplett weißen, neutralen Hintergrund. Die Abbildungen sind schön groß und sehen auf den ersten Blick wirklich gut aus. Und insgesamt haben wir 86 Bauschritte, bis wir dann den Truck fertig haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen kleinen Truck, fange dementsprechend jetzt auch an zu bauen und dann sehen wir uns gleich nach dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Wir sehen uns das erste Mal wieder nach dem 30. Bauschritt. Es tut mir schon mal leid für euren inneren Monk, dass ihr das im Hintergrund sehen müsst, aber ich suche eben auch gerne mal meine Teile nach dem Chaos-Prinzip raus. Auf jeden Fall ist der ganze Bau bis hierhin sehr kompakt, also hier wird keine Luft umbaut, das ist wirklich alles massiv. Und es gab bisher auf jeden Fall keine Probleme mit der Anleitung, nach der lässt es sich bisher richtig, richtig gut bauen. Lego würde das jetzt für ein Gerücht halten, denn bis auf die zwei roten Leuchten und die zwei grauen Bars ist hier alles in Schwarz gehalten. Und ihr werdet es kaum glauben, trotzdem findet man die Teile und das funktioniert auch ohne irgendwelche komischen Farbkodierungen sehr gut. Was mir bisher sehr gefallen hat, wir bauen hier die Radkästen mit den Flaggen, die wir hier an einen Bar hängen. Man hätte da ja Angst haben können, dass das Ganze dann unnötig rumwobbelt, aber es wird von beiden Seiten fixiert. Es wird hier einmal an einer C-Clamp fixiert und hier auch zwischen einer C-Clamp und einem anderen Teil, sodass es nicht rumwobbeln kann und wirklich fest ist und man vor allen Dingen immer genau den Winkel hat, den sich der Mocker vorgestellt hat, damit es am Ende gut aussieht. Also ich hatte bis jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Mock, baue dementsprechend jetzt weiter und wir sehen uns dann gleich nach dem nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Und damit ist ja auch schon fertig, der Winter Village Christmas Tree Truck. Ich hatte wirklich richtig viel Spaß mit diesem Mock und kann jetzt schon mal sagen, die Anleitung war die 3 Euro auf jeden Fall wert und auch die 12 Euro, die es für die Steine braucht, wenn man es jetzt nicht direkt von Lego kauft.
ist dieser Truck auf jeden Fall auch wert. Die Anleitung ist richtig, richtig gut. Da gab es überhaupt keine Probleme. Man musste nicht mal irgendwie stark nachdenken, weil immer eine gute Perspektive getroffen wurde. Die Bauschritte sind in einer sinnvollen Reihenfolge. Und wir haben auch ein paar schöne Bautechniken dabei. Also das ist von der Warte auf jeden Fall ein tolles Mock und hat sehr viel Spaß gemacht beim Bau, auch wenn es ja vergleichsweise relativ wenige Teile sind. Vom Aussehen hat dieses Fahrzeug ja jetzt nicht ein direktes Vorbild und es ist ja beschrieben als so ein 1930er Truck. Auf den ersten Blick erinnert er mich sehr an einen Ford Model A, hat aber auch ein bisschen was von einem Opel Blitz. Da es keinen genauen Lizenzgeber gibt, ist das ja jetzt aber auch egal, was es nun genau darstellen soll. Ich finde aber auf jeden Fall, dass es einen Truck aus dieser Zeit sehr gut darstellt und dass es, wie gesagt, auch für die wenigen Steine richtig, richtig gut aussieht. Und bei so einem Truck passen auch mal die sehr dünnen Reifen dazu. Dann können wir bei dem Truck die Türen öffnen, auf beiden Seiten. Was mir hier sehr gefällt, sie haben auch wirklich diesen Anschlag hier an der Noppe. Das heißt, sie gehen nur so weit auf, was ja irgendwo auch realistisch ist. Und der Innenraum ist den Teilen entsprechend relativ spärlich eingerichtet. Aber ich finde, das sieht für die Teileanzahl gut aus. Ich hätte mir vielleicht noch eher einen Sitz gewünscht. Gut ist auch, dass die Türen fest sitzen und auch bei irgendeinem Rumwackeln jetzt nicht aufgehen und vielleicht beim Spielen oder anderen Sachen nerven könnten. Dann können wir bei dem Truck hinten noch die Klappe öffnen und haben so eine Art Laderaum. Den finde ich auch schön ausgestaltet mit den Fliesen, die drin sind. Und schön finde ich auch, dass wir so ein kleines Fensterchen haben, was zur Fahrerkabine geht. Und zu guter Letzt rollt der Truck natürlich auch. Und er rollt wirklich, wirklich gut. Man braucht da nicht viel Schwung, wenn man ihn anschiebt. Und mit dem wenigen Schwung rollt er doch relativ weit. Die aus Stein gebauten Bäume finde ich auch wirklich gelungen. Sie sind natürlich grob und aus wenigen Steinen, aber dafür sehen sie gut aus. In den Kommentaren von seinem Mock hat er ja gesagt, dass man das auch leicht austauschen kann. Deshalb habe ich es jetzt unabhängig davon, ob das jetzt ein Weihnachtsbaumtransporter ist oder nicht, vorgestellt. Dafür müsste man aber die gesamte Wand austauschen. Generell ist es aber möglich, hier jedes kleine Mikrodesign drauf zu machen, was man sich vorstellt, womit er an eine alte Stadt als Lieferfahrzeug sehr gut passen würde. Also ihr seht schon, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß mit diesem Mock und kann es deshalb auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Wenn ihr selber noch Mocks habt, die ich mir gerne mal anschauen soll, schreibt es doch liebend gern in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und diese Mock-Review, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick.